Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, die in den letzten 2 Jahren Herausragendes geleistet haben. Und das betrifft nur nicht nur die, die im Feuer stehen, wie Polizisten, Rettungskräfte, Feuerwehrleute. Das betrifft auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ordnungsämtern, in der Senatsverwaltung, gerade in der Senatsgesundheitsverwaltung, die, glaube ich, gefühlt 20 Stunden am Tag gearbeitet haben in den letzten 2 Jahren. Und es war auch vollkommen richtig, dass die Tarifgemeinschaft der Länder das Ganze honorieren wollte, indem sie eine Sonderzahlung, eine Prämie veranschlagt hat. Und es ist natürlich dann auch folgerichtig, dass das Land Berlin das auch mit seinen Beamtinnen und Beamten macht. Und dementsprechend danke ich erstmal allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst für ihren herausragenden Job und kann schon unsere Unterstützung für den Antrag hier zustimmen. Und ich habe es eingangs gesagt, Priorität der Koalitionsfraktion, meine Damen und Herren Kollegen, es gibt nicht nur Corona in dieser Stadt. Wir hatten Corona in der Aktuellen Stunde, wir hatten Corona in der Bildungspolitik auf Antrag der CDU und jetzt haben wir eine Corona-Prämie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Und Herr Hochgräbe, wenn Sie sagen, wir reden Dinge schlecht, kann es sein, dass wir manchmal einfach nur Dinge ansprechen, die schlecht laufen? Ich stelle mir wirklich die Frage, gibt es kein Thema, was die stärkste Regierungsfraktion heute zur Priorität hätte machen können? Oder die Grünen zur Priorität hätte machen können? In Starken haben Menschen Angst, dass ihre Häuser abgefackelt werden, weil es da jeden zweiten Tag einen Kellerbrand gibt. In Bad Sein-Hellersdorf wird mit Drogen gedealt, Crystal Meth an Schulen. Wir haben über Hunderte von Fahrzeugbränden jedes Jahr in dieser Stadt, die Bild titelte, die BZ titelte, von 2 Bränden pro Tag durchschnittlich. Wir haben Menschen, die leiden unter Existenzängsten. Wir haben Unternehmen, die stehen kurz vorm Bankrott. Wir haben einen Bildungsnotstand. Alles das sind Themen, die prioritär sind. Alles das sind Themen, die hier behandelt werden müssen. Und Sie nehmen ein Thema, was man eventuell sogar geschäftlich hätte abhandeln können. Das ist Ihre Priorität und das ist Ihr Verständnis von Sorgen dieser Stadt. Herr Hochgräbe, ich sag's nochmal, ich rede die Stadt nicht schlecht. Und wie gesagt, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag im Feuer stehen für unsere Exekutive als Teil der Exekutive und für die Berlinerinnen und Berliner, die leisten großartige Arbeit. Aber sie leisten großartige Arbeit nicht aufgrund einer tollen Unterstützung aus der Politik, sondern trotz alledem. Und ich werde mir von Ihnen nicht den Mund verbieten lassen, Dinge anzusprechen, die falsch laufen in dieser Stadt, Ihnen den Spiegel vorzuhalten, was Sie an Regierungsversagen hier dementsprechend jeden Tag fabrizieren. Das ist mein Job. Dafür sind wir Opposition. Wir haben den Auftrag, die Regierung zu kontrollieren. Und das machen wir mit Leidenschaft, Herr Kollege. Ich danke Ihnen.